Kids, ich bin Verena von Kein Abseits und ich zeige euch heute, wie man aus zwei Klopapierrollen ein kleines Einhorn macht. Alles, was ihr dafür braucht, sind zwei Rollen Klopapier, ein Klebestift, eine Schere, ein paar bunte Stifte und weißes Papier. Okay, dann geht's los. Wir wollen natürlich erstmal, dass die Klopapierrollen ein bisschen schöner aussehen und kleiden die erste mit weißem Papier ein. Dafür schneiden wir ein weißes Papier ungefähr in der Mitte durch und verteilen auf dem Papier erstmal ganz viel Kleber. Schön bis an den Rand den Kleber, dann hält es besonders gut auf dem Toilettenpapier. Genau, wenn ihr damit fertig seid, könnt ihr einfach die Klopapierrolle nehmen und damit einwickeln. So, den Rest vom Rand, den könnt ihr einfach so einstülpen. Braucht ihr auch gar nicht groß abschneiden. Auf der anderen Seite auch. So, jetzt haben wir schon den Körper vom Einhorn. So, das Ganze machen wir jetzt nochmal für den Kopf und die Füße. Also wieder schön. Kleber auf die Seite, dann nehmt ihr wieder die Klopapierrolle, tut die auf die Papierseite und schlagt den Rest einfach wieder ein. Wir haben ja schon gesagt, das ist der Körper, das ist der Kopf, der muss natürlich noch ein bisschen kleiner werden. Das heißt, wir nehmen uns jetzt eine Schere und schneiden das in der Mitte hier durch. Genau, das wird auf jeden Fall gleich der Kopf. Und wir brauchen jetzt noch die Füße und den Hals. Das heißt, ihr schneidet jetzt noch ein kleines bisschen, vielleicht so einen halben Zentimeter hiervon ab, das wird der Hals. Und teilt dann den Rest nochmal in die Mitte, das werden die Füße. So. Dieses Stückchen schneidet ihr jetzt einmal an der Seite auf. Genau, also zweimal für die Beine und schmiert innen ganz viel Kleber rein, weil wir brauchen das nämlich gar nicht, dass das noch so rund ist, sondern das soll eher so ein Teil werden und wir werden das dann nachher biegen, sodass es dann die Beine sind. Genau, könnt ihr es jetzt auf jeden Fall schon mal trocknen lassen. Bei dem anderen Teil genauso. Genau, schön fest zusammenfalten. Dann könnt ihr das auch schon mal trocknen lassen. So, dieses kleine Stückchen wird jetzt der Hals. Den schneiden wir hier auch nochmal auseinander, damit wir schön viel Kleber reinschmieren können. Nehmt ihr euch ein weißes Papier als Unterlage, dann müsst ihr den Tisch von euren Eltern nicht so klebrig machen. So, einmal Kleber rein, aufeinander falten. Dann macht ihr das Ganze nochmal, weil der Hals ist ja ganz schön dünn. Das muss noch ein kleines bisschen kleiner werden. Faltet das nochmal und im besten Fall sogar nochmal. Genau, faltet das nochmal und drückt es jetzt ganz fest zusammen, damit es wirklich hält. Vielleicht habt ihr sogar eine Wäscheklammer zur Hand. Dann könnt ihr das nämlich einfach in die Wäscheklammer klemmen und dann kann das einfach hier kurz trocknen. Dabei machen wir natürlich schon mal weiter. Im Moment haben wir jetzt zwar schon den Körper und den Kopf, hier die Beine und den Hals, aber was natürlich noch total wichtig ist, wir brauchen ja noch ein bisschen bunte Mähne für das Einhorn. Das heißt, ihr nehmt euch ein Stück weißes Papier und ganz viele bunte Stifte. Und ihr malt jetzt einfach eine Fläche ganz bunt aus. Am besten, weil das ja nachher die Mähne vom Pferd werden soll, vom Einhorn. Ja, ihr könnt so ein bisschen dünnere Streifen machen und einfach mit verschiedenen Farben füllen. Es muss auch gar nicht so ordentlich sein. Damit die Mähne nicht auf der einen Seite weiß ist, nehmt ihr euch auch nochmal die Rückseite vor und färbt hier auch noch mal ein bisschen die Fläche ein. Auch wieder mit ganz vielen bunten Farben. So. Das ist doch auf jeden Fall schon mal schön bunt, oder? Damit das jetzt der Schweif wird vom Pferd, schneidet ihr erstmal diesen ganzen weißen Teil hier ab. Genau.
Dann brauchen wir das ja einmal für den Schweif und die Mähne. Wir brauchen jetzt eigentlich gar nicht so große Stücken. Ich würde sagen, so ein Drittel davon. Dann schneiden wir das noch so ein bisschen hier die Ecken ab, dass es so ein bisschen schweifförmiger aussieht. Und was jetzt ganz wichtig ist, weil wir diesen Teil jetzt gleich an das Einhorn, an den Körper kleben wollen, das kommt jetzt hier ran. Diesen Part können wir hier vielleicht zur Markierung umknicken. Da kommt dann später der Kleber ran. Und bis da oben hin schneiden wir jetzt so dünne Streifen ein. So, das kommt dann hier ran. Genau. Und wie ihr wollt, ihr könnt es jetzt entweder mit Prittstift machen, wenn es euch leichter fällt, natürlich auch mit Tesafilm. Und dann kleben wir diesen Part hier schon mal an den Körper ran. Genau, das ist schon mal der Teil vom Körper. Das gleiche machen wir jetzt auch noch mit der Mähne, aber damit der Kopf noch ein bisschen mehr nach Einhorn aussieht, basteln wir uns noch ganz schnell zwei kleine Ohren. Dafür falten wir ein Blatt Papier durch, damit die Ohren die gleiche Größe haben. Schneiden zwei Dreiecke aus. Ja, genau, das passt schon. Knicken die einmal um, das wird dann wieder die Klebefläche. Genau, kleben die Ohren einmal an den Kopf ran. So, genau, also hier schön wieder ein bisschen randrücken, die Ohren. Wir wollen natürlich hier jetzt auch noch eine Mähne anfügen. Ihr könnt jetzt wieder so ein bisschen von den Seiten so ein bisschen schräg abschneiden. Und hier wieder das Gleiche. Wir brauchen wieder nachher so eine Klebefläche, die können wir uns hier kurz mal abknicken. Und dann wieder bis dahin einfach so schmale Streifen zuschneiden. Nur bis da oben hin schneiden, auch wieder vorsichtig sein, dass ihr nichts abschneidet. Genau, hier machen wir jetzt wieder Kleber ran. Auch hier, wenn es euch leichter fällt, könnt ihr auch Tesafilm benutzen. Und dann kleben wir so hinter die Ohren eigentlich, kleben wir jetzt Mähne, das Einhorn. Das sieht doch schon ein bisschen mehr wie ein Einhorn aus, oder? Wir brauchen, damit wir die beiden Teile verbinden können, brauchen wir jetzt noch den Hals. Ich hoffe, der ist jetzt hier schon ganz gut, ja, der ist schon ganz gut zusammengeklebt derweile. Hier schmieren wir auf jeden Fall jetzt auch auf die Vorder- und auf die Rückseite schön viel Kleber. Setzen den Hals, gucken, dass der Schweif hier so oben ist, setzen hier vorne das Teil vom Hals auf und darauf den Kopf. Und das Ganze ist gar nicht so einfach. Haltet ihr jetzt wieder schön fest und drückt das ganz fest zusammen, damit das auch gut hält. Ihr kennt es wahrscheinlich mit dem Kleber. Manchmal muss man da einfach ein bisschen geduldig sein. Also schön fest zusammendrücken und einfach kurz warten. So, wenn ihr jetzt geduldig genug wart, könnt ihr mal ganz vorsichtig schauen, ob der Kopf jetzt schon hält. Ja, bei mir ist der Kopf jetzt auch so angeklebt, dass das Einhorn den Kopf ein bisschen zur Seite neigt. Also da könnt ihr natürlich auch kreativ sein. Und jetzt wollen wir natürlich, dass das Einhorn auch noch Füße bzw. Beine bekommt. Hier haben wir schon die Beine vorbereitet. Das heißt, hier einfach ungefähr in die Mitte davon schön viel Kleber wieder drauf tun. Beiden Teilen natürlich. Dann nehmt ihr euch vorsichtig den Körper und schaut mal, dass es ungefähr in der Mitte jeweils der Beine ist. Jetzt wieder schön fest andrücken, damit es gut hält. Könnt die Füße jetzt auch noch so ein bisschen zurechtbiegen. So, das sieht doch eigentlich schon ganz gut aus. Versuchen es jetzt mal hin und wieder nochmal am Hals festdrücken, falls er noch nicht ganz fest ist. Genau, wir versuchen es mal vorsichtig hinzustellen. Und jetzt braucht natürlich das Einhorn noch ein Einhorn. Wir haben hier bestimmt noch irgendwo ein paar Papierreste übrig. Genau, das falten wir auch einfach nochmal in der Mitte zusammen. Dass da jetzt noch so ein bisschen Farbreste drauf sind, ist überhaupt nicht schlimm. Schneiden das einmal ab. Wir brauchen nämlich nur so einen kurzen Teil. Und am unteren Teil, den falten wir nochmal kurz auf, schneiden wir so ein kleines Stückchen ein. Wir brauchen nämlich noch Klebefläche dann für das Einhorn.
Die beiden kleinen Teile für die Klebefläche falten wir einmal kurz um. Genau. Und innen kleben wir das einmal zusammen. Schön wieder Kleber hier reinschmieren. So, zusammendrücken. Und jetzt könnt ihr das natürlich noch so ein bisschen hornförmiger zuschneiden. Also einfach so ein, ja, so ein langgezogenes Dreieck. Und jetzt könnt ihr das natürlich nach Belieben gestalten. Ich mache das, glaube ich, auch noch so ein bisschen bunter. Auch wieder schön auf beiden Seiten natürlich. Okay. Jetzt haben wir hier, wenn wir das aufhalten, wieder so eine kleine Klebefläche. Wieder Kleber ran. Und jetzt packen wir das Horn hier ganz vorsichtig auf den Kopf. So, ja, hier so zwischen die Ohren. Ja, ich würde sagen, unser Einhornkörper ist auf jeden Fall fertig. Alles, was unser Einhorn noch braucht, sind jetzt noch zwei Augen. Wir können da auch wieder ganz kreativ sein. Ich glaube, ich werde dem Einhorn zwei geschlossene Augen malen. Könnt auch noch die Ohren ein bisschen verzieren oder auch noch den Körper weiter anmalen. Schon ist euer Einhorn fertig. So, was ihr jetzt noch machen könnt, ist, ich habe hier so ein bisschen Kreide bei mir gefunden. Rote Kreide, wenn ihr irgendwas habt, ihr könnt vielleicht sogar auch ja, euer Schminkkästchen angucken, ein bisschen Rouge nehmen. Könnt hier mit ein wenig Kreide dem Einhorn noch so ein bisschen Wangenrot setzen oder noch ein bisschen die Beine verzieren. Da könnt ihr aber ganz kreativ werden. Und fertig ist das Einhorn. Schauen wir nochmal mit dem anderen. Ja, das sieht doch ungefähr so aus. Dann viel Freude dabei. Tschüss.